Eisen gibt es auf der Erde reichlich, es ist das zweithäufigste Metall in der Erdkruste. Es gibt aber eine ganze Menge Menschen, die davon zu wenig haben. Eisenmangel ist die weltweit häufigste Mangelerscheinung. An der Medizinischen Uni Innsbruck forscht Günther Weiß mit seinem Team am menschlichen Eisenstoffwechsel. Das Metall ist an vielen Körperfunktionen beteiligt. Also wir brauchen das für die Vermehrung der Zellen, wir brauchen das für die Zellatmung, wir brauchen das für die Energiegewinnung, wir brauchen das zur Bildung von Hormonen. Aber, und das ist wahrscheinlich der bedeutendste Beitrag von Eisen, es ist ganz essentiell für den Transport von Sauerstoff im Körper, weil es eben ein Bestandteil ist vom roten Blutfarbstoff, vom Hämoglobin. Ist der Eisenhaushalt gestört, kann das zu Krankheiten führen. Etwa 2,5 Milliarden Menschen, also fast ein Drittel der Weltbevölkerung, sind von Problemen mit dem Eisenstoffwechsel betroffen. Sowohl Eisenmangel als auch ein Eisenüberschuss können zu Erkrankungen führen. Eisenmangel, weil eben verschiedene Stoffwechselprozesse nicht mehr gut funktionieren. Die Herzfunktion abnimmt, die Nierenfunktion abnimmt, man wird müde, man wird schwach. Es kommt zu weniger Sauerstoffverbrauch im Körper. Andererseits eine Eisenüberladung oder zu viel an Eisen kann dazu führen, dass Eisen sogenannte toxische Radikale bildet, die zu einer Gewebezerstörung führen und dann zu einem Organversagen über die Zeit. Eisenmangel kann durch hohen Blutverlust während des Wachstums oder auch durch Leistungssport entstehen. Es wird dann nicht genug Eisen über die Nahrung aufgenommen. Es gibt aber auch krankheitsbedingte Formen, etwa durch Entzündungen. Gerade bei einer Infektion kommt es zu einem Kampf um Eisen. Das heißt, die Mikroben brauchen Eisen, um wachsen zu können, um ihre Pathogenität zu entwickeln. Andererseits versucht der Körper, das Eisen zu verstecken und zu entziehen. Und letztendlich ist die Kontrolle über das Eisen einer der wesentlichen Faktoren, die über den Ausgang einer Infektionserkrankung, aber wahrscheinlich auch ganz zentral über den Verlauf von Tumorerkrankungen entscheiden. Die hier beteiligten Prozesse wollen die Wissenschaftler besser verstehen. Es geht unter anderem auch darum, das vom Immunsystem bei einer Entzündung entzogene Eisen wieder frei zu bekommen. Die zweite Frage, die natürlich dann wichtig ist, wenn ich das Eisen wieder zurückbekomme und dann für die Blutbildung zur Verfügung stelle, was ist der Effekt auf die zugrunde liegende Erkrankung? Was ist der Effekt zum Beispiel auf eine Infektionserkrankung oder eine Tumorerkrankung? Wird die da vielleicht positiv oder negativ oder neutral beeinflusst? Und das sind natürlich ganz zentrale Fragen, die bis heute völlig unbeantwortet sind. Anfang 2018 wird in den Forschungsstandort investiert. Die Christian-Doppler-Gesellschaft finanziert an der MedUni ein spezielles Labor für Eisenmetabolismus und Anämieforschung. Die Mittel werden von Unternehmen und der öffentlichen Hand bereitgestellt und ermöglichen längerfristige Forschungsprojekte. Das Zweite ist natürlich, man hat mehrere Projekte, die da bearbeitet werden und die ineinander greifen. Und man hat das sozusagen profitiert von Synergien, die einerseits schon da sind durch unsere Forschungsgruppen an der Universität. Aber man hat auch die Möglichkeit, neue talentierte Wissenschaftler zu akquirieren, die dann an solchen Fragestellungen auch arbeiten. Den Forschern rund um Günther Weiß gelingt es, eine neue Ursache für die Volkskrankheit Restless Leg Syndrome zu finden. Auch hier spielt Eisen eine wesentliche Rolle. Beim Restless-Leg-Syndrom ist etwas, was sehr häufig die Bevölkerung betrifft, ungefähr 10%, kommt es dazu, dass zu wenig Eisen im Zentralnervensystem vorhanden ist. Aber man hat bisher nicht genau gewusst, was da eine Rolle spielt. Und wir konnten jetzt mit einer sehr guten Kollaboration mit den Kollegen vom Schlaflabor der Neurologie und von der Genetik hier in Innsbruck herausfinden, dass beim Restless-Leg-Syndrom zu wenig Eisen in den Kraftwerken der Zellen in den Mitochondrien vorhanden ist. Und dadurch können die Mitochondrien wenig Energie produzieren und durch diese wenig Energieproduktion kommt es eben zu diesen Symptomen des Restless-Leg-Syndroms. Was wir noch finden konnten, dass ein Immunbotenstoff, das Dopamin, das eine zentrale Rolle spielt für Stoffwechselprozesse im Gehirn, einen Einfluss auf den Eisenstoffwechsel hat. Das heißt, Dopamin ist in der Lage, die Zellen mit Eisen zu versorgen und dadurch diesen Mangel an Eisen in den Mitochondrien, also in den Kraftwerken der Zellen, zu beheben. 900.000 Euro zusätzlich stehen den Forschern durch das Christian-Doppler-Labor in den kommenden 7 Jahren zur Verfügung. Mit dem besseren Verständnis wollen die Mediziner im Bereich der Infektionen, aber auch von chronischem Eisenmangel und Anämie, bessere Behandlungsmethoden erreichen. Forschen, lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.